Das hier ist das Fischer... Lass uns weitergehen. Das hier ist das Fischerdorf. Ernsthaft, der bringt mich diesen Weg hierher. Wir sind da. Was? Sieh dich ruhig um, aber viel wirst du hier nicht entdecken. Wenn du vorhast, tiefer in die Wildnis zu gehen, vergiss nicht, dich mit Proviant einzudecken. Ansonsten trainiere ich jeden Abend das Messerwerfen. Du kannst mich gern herausfordern, wenn du mich an der Scheibe trainieren siehst. Sehr gerne, aber ganz ehrlich, warum hast du mich denn jetzt diese 2 Meter vom Strand hierher gebracht? Das finde ich ein bisschen... Ja gut, ist nett, aber weiß ich nicht. Man kann auch ein bisschen übervorsorgen. Was soll das heißen, keine Fische? Es tut mir ja leid, aber du hast doch gehört, was ich gesagt habe. Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben. Wir können doch nicht alles abgeben, was wir haben. Verdammter Mist. Was soll ich den anderen denn erzählen? Du kannst ja selber mal versuchen, an dem Strand was zu fangen. Für so einen Kram habe ich keine Zeit. Ich gehe bald zurück zur Zitadelle. Nächstes Mal habt ihr hoffentlich wieder was. Du kannst es ja mal bei den Höfen versuchen. Das ist doch alles scheiße. Vielleicht fange ich unterwegs einfach etwas anderes. Mach das. Wie gesagt, es tut mir leid. Ich habe noch nie einen Ort bereist, der so penetrant nach Fisch gestunken hat. Da ist mir sogar der Keller unseres Alchemisten auf Taranis lieber. Die Mutter von Bones muss mal leben. Hey, Nate! Na, wen haben wir denn da? Ein neues Gesicht auf der Insel. Willkommen am Abgrund zur Hölle. Dem besten Platz, an dem man momentan sein kann. Wow, die Dämonenjäger sind ja richtig lebensfreudige Menschen. Da dem sprüht der Optimismus aus der Glatze. Ist das dein Ernst? Tut mir leid. Ich bin wohl schon zu lange hier. Bei der ganzen Scheiße, die hier passiert, hilft nur noch Galgenhumor. Tja, weit weg von Taranis sinkt die Zuversicht der Menschen. Was hast du gesagt? Nichts. Schon gut. Okay, dann erzähl mal. Wie ist die Lage in diesem Teil der Welt? Verheerend. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und hier sterben alle wie die Fliegen. Als Totengräber wärst du hier genau richtig, mein Freund. Arbeit liegt hier genug auf dem Boden herum. Ich schätze, da wird auch viel geplündert. Du bist ein ganz schlauer, was? Wo Chaos herrscht und Menschen verschwinden, dort wird immer etwas zurückgelassen. Wir Dämonenjäger können nicht überall sein, um zu verhindern, dass die Toten geplündert werden. Natürlich, ihr Dämonenjäger. Was machst du hier bei den Fischern? Ich bin hier, um Fisch für uns zu holen. Wer ist uns? Na, zu uns Dämonenjägern natürlich. In die Zitadelle, hinten am Horizont. Aber diese armen Fischer hat es ebenfalls hart erwischt. Kommen kaum zum Fischen bei dem ganzen Stress hier. Kein Wunder, dass sie wenig Fische für uns Krieger zu verkaufen haben. Ist ja vielleicht doch netter, die Zitadelle der Dämonenjäger. Warum hilfst du ihnen nicht? Wir Dämonenjäger schlagen uns schon mit den Schatten und anderer übler Brut herum. Wir können einfach nicht überall sein. Ich bin auf Patrouille und muss auch bald wieder zurück. Für die Probleme der Fischer bleibt da wenig Zeit. So wie es aussieht, werde ich wohl ohne den Fisch zur Zitadelle zurück müssen. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du willst. Na, ich guck hier nochmal rum. Nein, ich habe noch was zu erledigen. Sag mir Bescheid, wenn du es dir anders überlegst. Ich bleib noch ein bisschen hier. Falls du doch noch etwas Fisch auftreiben kannst, sag mir Bescheid. Ich kaufe dir rohen Fisch zu einem sehr guten Preis ab. Aber erst, wenn ich wieder bei der Zitadelle bin. Ich habe mein Gold nicht dabei. Alles klar. Ich habe natürlich auch ganz... Ich habe die Taschen voller roher Fisch, den ich auf meinen Reisen gesammelt habe. Der ist zwar schon seit 5 Tagen in der Hose, aber meine Güte, der ist halt gut abgehangen. Was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Panzerknacker und Meisterdieb, das machen die ja gerne. Dein Schlösser knacken, vielleicht mache ich das einfach mal. Was soll's? Bring mir bei, wie ich Schlösser knacken kann. Das Wichtigste ist es, dabei nicht gesehen zu werden. Aber das brauche ich dir ja nicht zu sagen. Ich gehe davon aus, dass du nichts Verbotenes mit diesem Wissen anstellen willst. Quatsch. Also, du gehst zu deiner eigenen Truhe, für die du den Schlüssel verloren hast. Dann nimmst du dir ein biegbares Stück Metall und drückst damit ein bisschen im Schloss herum. Zuerst tastest du den Mechanismus ab, damit du weißt, wie er gebaut ist. Dann biegst du dir das Metall so zurecht, dass du den Mechanismus aushebeln kannst. Na, das hört sich auch super an. Fingerfertigkeit 60, haben wir das? Weiß ich gar nicht. Bring mir bei, wie ich besser Schlösser knacken kann. Gut. Okay, ich weiß immer noch nicht wie. 1000 Gold, verdammt. Aber egal. Horas, was sagst du? Was denkst du über diesen Ort? Hier erhebt sich eine alte Macht, die schon vor langer Zeit in Vergessenheit geraten ist. Ich bin mir sicher, dass die dunklen Krieger noch eine wichtige Rolle im Krieg gegen die Schatten spielen werden.
Na ja, aber vielleicht sollten Sie Ihre Art, sich zu kleiden, noch einmal überdenken. Wieso? Sieht doch ganz cool aus eigentlich. So, die armen Fischer hier, tut mir richtig leid. Hey, suchst du was bestimmtes? Das Gespräch. Sei vorsichtig da draußen. Das ist also das Gespräch. Ich will natürlich jetzt den Fisch hier nicht klauen, aber ganz ehrlich, da es kein Diebstahl ist, nutzen wir natürlich die Gunst der programmiertechnischen Stunde und nehmen den Fisch einfach mit. Ich glaube, genau deswegen liegt er auch da. Damit wir ihn stehlen können von diesen armen, armen Menschen, die selber nichts haben. Ist das nicht schön? Da ist ein Eimer mit Fisch, da können wir nicht reingreifen. Da war noch Jo, ich bin's. Verdammt, noch ein Maul, das wir stopfen müssen. Gehörst du auch zu den Dämonenjägern? Nein. Die ganzen neuen Leute, die hier auf die Insel kommen, machen uns das Leben nicht leichter. Als hätten wir nicht schon genug zu tun. Probleme? Kann man so sagen. Seit man von einigen Bauernhöfen nichts mehr hört, wollen plötzlich alle unseren Fisch. Das ist doch eigentlich gut, oder? Warum freust du dich nicht darüber? Wir haben gerade mal genug Fisch für uns selbst und ein bisschen Überschuss zum Verkaufen. Aber wir können die Menschen doch nicht verhungern lassen. Besonders jetzt, wo sie auf uns angewiesen sind. Wenn hier nur nicht alles den Bach runtergehen würde. Okay. Warum bist du da nicht fischen? Gute Frage. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht. Warum nicht? Weil mir dauernd etwas dazwischen kommt. Entweder sind es Monster am Strand oder irgendjemand will irgendwas haben. Naja, ich bekomme das alles schon hin. Bin ja nicht blöd oder so. Naja, das ist natürlich relativ, aber... Kannst du Hilfe gebrauchen? Ich weiß nicht. Abgesehen von dem fehlenden Fisch können wir auch keinen neuen fangen. Und warum holt ihr euch keine Hilfe? Ein Unternehmen was dagegen? Warum holt ihr euch keine Hilfe? Wen denn? Die Dämonenjäger sind sich für sowas zu fein. Ansonsten gibt es niemanden mehr hier auf der Insel. Aber wenn du dich schon anbietest, du siehst aus, als würdest du das hinkriegen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Wo genau sind denn die Viecher? Direkt unterhalb des Dorfes am Strand. Geh einfach dahin zurück, wo du angekommen bist und gehe rechts den Strand entlang. Dann müsstest du schon auf sie treffen. Alles klar. Ich nehme alles auseinander da unten. Okay, ich töte deine Viecher. Super, danke. Sag mir Bescheid, wenn die Biester erledigt sind. Oh, eine Frage noch. Was bekomme ich dafür, wenn ich deine Viecher töte? Ich nehme nicht an, dass du Fisch haben möchtest, oder? Du kannst natürlich auch Gold haben, wenn dir das lieber ist. Such es dir aus. Ach, mir ist es egal. Voodoo-Puppe. Warum hat der Fischer eine Voodoo-Puppe? Der macht sich natürlich sehr verdächtig damit. So, hier liegt doch das Essen einfach auf der Straße. Oh, den Krug wollte ich gar nicht stehlen. Ich wollte den Fisch nehmen, verdammt. So, Mann, die Musik hier ist auch alles, hier ist alles so lebensfroh und schön einfach. Mann, hier möchte ich sein. Der Nate steht einfach rum und macht gar nichts, unfassbar. Alter, was hier für ein Nebel herrscht. Hey, roher Fisch. Fischen ist gar nicht so schwer. Hey, roher Fisch. Und noch mehr roher Fisch. Da soll mal einer sagen, dass das Fischen hier anstrengend wäre. Aber der Nate ist sich natürlich zu was ist das denn? Ich greife an! Boah, ich konnte die gerade gar nicht treffen. Alter! Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarzen? Zwei von zwei. Boah, die war mal... Warum tut die sowas? Und was ist das da für ein Viech? Die Faustformel bei Risen ist übrigens, je größer das Monster, desto näher kann man rankommen, bis es aggro wird.
Diese Lurche. Mann, lass das, du Lurch. So, ein neugieriger Lurch ist tot. Auch hier sieht es krass aus. Ich werde es immer wieder betonen. So, Herr Varan. Herr Varan. Eieieiei, da fliegt er durch die Gegend. Die Viecher gibt es wirklich über. Hast du recht. Ah, sehr mein, meine Mütze. Scheiß Bones. Was für ein Kampf. So, der Kollege hier macht auch mal mit. Das finde ich ganz gut. Hier finden wir noch ein paar Kristalle. Sogar ein Bergkristall. Das finde ich ja angenehm. Hier kommen wir, glaube ich, nicht rein. Ach Mann, ich hoffe, hier auf Kaldaran finden wir dann auch, oder können wir so ein bisschen die Gegenden bereisen aus Risen 1. Das würde mich so freuen. Mütze, Matze. Das war kein Kampf. Das war kein Kampf, das war ein Witz. Hast doch gesehen, der ist fast umgefallen, einfach nur. Eieiei. So, den haben wir. Da laufen wir aber mal ein paar XP am Strand rum. Und da vorne habe ich gerade einen Rammer gesehen. Aber wie uneinladend es hier aussieht an diesem schwarzen Strand. Was? Tot sein? Tot sein ist alles, was du kannst? Hat er das gerade wirklich gesagt? Ich hoffe, das meinst du nicht so. Das ist so beleidigend. Okay, hier ist, glaube ich, soweit nichts. Dann holen wir uns den anderen Rammer eben auch nochmal ran. Ran. Boah, wie übel schwarz hier einfach alles aussieht. Was ist denn das da hinten? Ein Eisengolem und ein Wasgolem? Aua, ich habe jetzt auf die Golems geachtet, ehrlich gesagt. Mann, Mist! So, was kann ich denen überhaupt beikommen? Geht das überhaupt? Ist das möglich? Zwei Golems? Halt, komm her! Nein, greif die nicht an! Da ist noch ein anderer Golem. Oh, ich habe die Waffe weggesteckt. Das war natürlich total schlau. Uh-oh. Ich muss leider wegbleiben, weil ich sonst die Aggro von dem anderen Ding ziehe. Ruhm, yeah. Eisenerz, Golemherz, hey! Na, mein Freund? Es tut mir echt leid, ich will nichts tun, aber ich muss die Spitzhacke mal auspacken. Aua! Das waren mal eben 800 Ruhm. Ach komm. Willst du mich verarschen, Junge? Hast du gerade gesehen, was ich hier weggelatzt habe? Was für ein Kampf. Ja, der Typ ist auch nicht besser als der Bones mit seinen Sprüchen. Was für ein... Was ist das denn? Will ich wissen, was da vor sich geht?
Was willst du hier? Verschwinde! Ist er Dämonenjäger? Und was ist mit ihr? Was machst du hier? Das geht dich einen feuchten Scheiß an! Wenn du nicht gleich wieder abhaust, passiert was! Ich werde dieses Ritual zu Ende bringen! Und niemand kann mich aufhalten! Da knallt er durch! Was für ein Ritual soll das sein? Ich werde diese Frau opfern! Ich werde sie opfern! Die schattige Macht wird sich meiner bemächtigen! Und ich werde zum größten Magier aufsteigen, den die Welt je gesehen hat. Aha. Aber du kommst mir gerade recht. Ich werde euch einfach beide opfern. Mach dich bereit zu sterben. Ja. Ich mach dich kalt. Na komm erst mal ran, Kollege. Ich mache mich bereit. Jetzt mache ich mich bereit zu sterben. Du größter Magier, du bist ein Suppenkasper. Das war heftig. Gefährliche Liebschaft. Ich glaube, das wäre eine Quest, die kriegen wir später noch. Junge Dame. Oh, vielleicht stecke ich mal das Schwert weg. Hey, Jill! Widerspenstige Liane. Auch nice. Hey, Jill. Geht's dir gut? Danke, dass du mich befreit hast. Dieser verrückte Magier. Ich hätte mich nie mit ihm einlassen dürfen. Wieso hast du dich mit ihm... Was hatte er mit dir vor? Das weiß ich nicht genau. Ich dachte, er ist ein netter Kerl. Er klang so interessant, erzählte mir Dinge über ferne Länder und sagte, er könnte mir das Zaubern beibringen. In meiner Naivität habe ich ihm das natürlich geglaubt. Ich hätte schon stutzig werden sollen, als wir bei unserem Strandspaziergang plötzlich auf dieses Lager gestoßen sind. Aber jetzt bist ja du da. Vielen Dank. Kein Problem. Der Magier wird dich nicht mehr belästigen. Vielen, vielen Dank. Wer weiß, was der Irre noch mit mir anstellen wollte. Ich bin eigentlich hart im Nehmen, aber dieser Typ hat mir Angst gemacht. Ich glaube fast, er wollte mich opfern. Wie auch immer, du hast dir eine Belohnung verdient. Ich möchte, gib mir dein gesamtes... Ich will keine Belohnung, komm. Ich möchte keine Belohnung von dir. Ein echter Gentleman, was? Ich kann mich gar nicht oft genug bei dir bedanken. Ich werde ab jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, mit was für Gestalten ich mich einlasse. Sehr gut, und was hast du jetzt vor? Ich werde zurück zur Taverne gehen. Hier ist es irgendwie gruselig. Soll ich zur Taverne? Im Fischerdorf? Soll ich dich begleiten? Nein, danke, ich komme schon klar. Wir sehen uns dann in der Taverne. Auf den Schock gehe ich erstmal einen trinken. Danke nochmal für alles. Kein Problem, Jill. Pass auf dich auf. Du kleiner Pisser. Das braucht er ja jetzt nicht mehr, da wo er hingeht. Und sieh mal an, was wir da hinten haben. Hier laufen Ruhmpunkte am Strand rum, das ist eine wahre Freude. Ja, die ist so episch. Das kann nur ein Sandteufel übertreffen. Da kommt er auch schon. Oh, Vorsicht, bist du bereit? Diesem Monstrum die Stirn zu bieten? Die Viecher gibt es wirklich überall. Was war's mit dir? So, einen haben wir noch da hinten. Wo ist denn der andere? Ist. Zusammen schaffen wir das. Das war heftig. Ja, das war mega. Wow, werde ich nie vergessen, diesen Kampf. Der wird in den Annalen der Geschichte eingehen. Und da hinten? Ja, wen haben wir denn da? Die Viecher gibt es wirklich überall. Ja, die Schattenwächter, die sind wirklich überall. Uah. Ich gehe mal erstmal hier rüber. Huh, Alter! Ugh.
Eieieiei. Da war unser Freund ein bisschen vorschnell, wa?